Hä? Ich war jetzt in jedem erdenklichen Raum. Wo ist der? Er nimmt einfach unser Lager auseinander. Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zu diesem wunderschönen Video. Ganz so wunderschön ist es nicht, weil ich A, bei Felix bin und B, Felix mit dabei ist. Arcani ist aber auch mit dabei und ich brauche Arcani heute auch, denn wir werden heute eine Runde Verständnis spielen. Und nicht ein Spürhund. Ich habe einen Spürhund. Ihr riecht alle drei sehr unangenehm. Ihr habt diesen seltsamen Team-Spielkind-Vibe in euch drin. Also ihr habt alle so einen Körpergeruch. Es riecht nach einer Menge Arbeit, aber nach... Ich würde sagen, meine Freunde, wir spielen eine Runde Verstecken. Die zwei Jungs hier von Felix, die Angestellten, wie fühlt ihr euch? Darf ich bei dir arbeiten, Abanir Trevi? Ihr werdet gerne woanders, oder? Ich verstehe das. Du hast ein riesiges Lagerhaus hier hinten. Wir stehen mittendrin. Okay. Das war früher eine Drogerei hier. Eine Drogerie. Eine Drogerie war's. Wird hier auch mal irgendwie die Polizei vorbeikommen, weil du ein teures Auto fährst, oder geht es? Die haben schon zweimal, aber die haben halt kein Geld gefunden, weil es gab gar nichts. Natürlich, Team Spielkind läuft nicht. Ich war hier bei Felix, um einen Podcast aufzunehmen, eine TV-Show und eine Challenge. Alle drei Dinge super bekackt, die kommen auch erst Ende des Monats alle online. Ich würde sagen, wir fangen gleich an. Hinter der Kamera ist Tobi und der wird nämlich auch heute mitspielen, was geht ab. Ja. Und ihr holt alle mal eure Handys raus und dann können wir eigentlich direkt losstarten. Pimmel. Dein Pimmel sollst du nicht raus und dein Handy. Ihr versteckt euch, ich gebe euch eine Minute Zeit. Ich habe ja gar keine Ahnung, wo hier was ist, Alter. Ich sehe mich hier nicht in der Kamera. Guck mal. Tobi, du sollst das nach vorne filmen. Das ist schon du sollst die Kamera drehen. Okay. Kommt mal alle mit eurer Aufnahme her. Klatscht einer von euch einfach mal und ich klatsch einmal und dann können wir die Kamera damit synchronisieren. Und Leo ist super glücklich. Okay. Okay, gut. Dann habt ihr jetzt eine Minute Zeit, euch zu verstecken. Arcani, du musst mir helfen. Okay, ich zähle jetzt einfach runter. Die Minute läuft ab. 3, 2, 1, jetzt. Wie lange haben wir Zeit zu verstecken? Die Frage ist, ob ich mich irgendwo bei mir hinten verstecke hier. Ich könnte hier. Das macht keinen Sinn. Geh mir in die Hundehütte da. Jo, bitte geh da rein. Ich hab einen Plan. Also Leute, ich muss ja mal eins sagen, ja, dieses Büro hier ist extrem groß. Ich verstehe eine Sache nicht, ja? Wenn man so ein großes Büro hat, dann denkt man ja eigentlich, dass man erfolgreich ist. Aber der Junge ist gerade mit einem Polo gekommen. An der Stelle Grüße geht raus an alle meine insolventen YouTuber-Freunde. Arcani hilft mir auf jeden Fall gleich beim Suchen. Das Ding hier ist wirklich riesig groß. Das ist ein riesiges Büro hier einfach. Es gibt, glaube ich, mehrere Toiletten alleine. Es gibt eine Küche, es gibt oben zwei Räume, es gibt hier unten super viel. Und ich glaube, dass es fast schon Jahre dauern wird, bis ich hier irgendjemanden finde. Jo, einfach ein Lagerraum. Ich glaube, ich gehe einfach da. Was sind denn Kartons drin? Ich kann schon da drauf, oder? Ich gehe einfach aufs Klo. Ich schließe mich hier ein. Hier kann ich mich hinsetzen. Ich sage einfach nichts. Und wenn er hier rüberfilmen will, dann verstecke ich mich hier. Wie in der Schule. Hier ist gut. Ja Leute, Hansia, sonst so, wie geht's euch sonst so? Schreibt es mir doch in die Kommentare, es ist mir eigentlich relativ egal. Sympathisch. Falls ihr irgendwelche Beschwerden habt, meldet sie gerne an Herrn Bernd Wolter weiter, gelernter Diplom-Psychologe an der Stelle. Zwei Leinen ist Toilettenpapier. Ich sitze hier einfach wie so ein Idiot. Ja. Jo, knackst alles. Spielkind-Merch ist jetzt auch kaputt. Die sind hier oben. Ah. Hier fühle ich mich wohl. So, ich würde sagen, wir sind jetzt fast so weit, dass wir eigentlich loslegen können. Ich habe natürlich meine Brille nicht an, was super, super dumm ist. Ich habe nämlich extra meine Suchbrille dabei, Leute. Und damit kann ich ganz gut Leute suchen und erspähen. Deshalb ziehe ich die jetzt mal an, ja, damit meine Sehstärke hier nicht getrübt ist. Let's go. Okay, Kamera-Switch auf nach vorne. Jo, das ist richtig gut. Ich kann jetzt sogar relativ bequem sitzen. Lange Zeit aushalten. Ich glaube, Revi kommt gleich, aber... Kann er mich nicht so schnell sehen. Los geht der Hase. Wir suchen los. Er kann mich halt nicht mal sehen. Okay. Das ist meine Perspektive hier. Ich mach Fortnite-Tänze. Da vorne müsste gleich Revi vorbeikommen. Also, wir haben hier auf jeden Fall eine Menge Räumlichkeiten. Hier in die Lücke würde zum Beispiel so ein Dehner reinpassen. Arcani, such, komm. Junge, 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 hat der Typ viel Sachen, also wirklich. Wenn sich hier jemand drin versteckt hat, dann aber Heidewitzka. Hallo? Ist hier jemand? Hallo? Also, wenn hier jemand ist, sag mal was. Oh oh. Ist hier einer? Nein? Okay, dann suchen wir weiter. Gut, hier ist schon mal clean. Hier die Treppe. Sehr schön. Ist auch niemand. Wahrscheinlich in den Toiletten, oder? Oh, die ist abgeschlossen. Hallo? Gut, weiß ich jetzt nicht. Will ich jetzt auch nicht weiter stören. Da ist gerade jemand drauf, glaube ich, ne? Das, meine Freundin, war mein Plan. Nee, ist da keiner von euch drauf? Nee, doch. Moment mal, dann ist ja, also... Scheiße.
wenn es hier abgeschlossen ist. Soll ich jetzt da drüber klettern oder was? Ich meine, ist ja nicht so, als hätte ich das schon des Öfteren. Junge, ich muss kacken. Tobi, du sollst dich verstecken, du Idiot. Hab ich. Das ist dein Versteck. Perfekt, ich würde sagen, wir machen einfach weiter und suchen mal hier im Lager. Ich glaube, er hat mich nicht gefunden. Ey, hier finde ich ja niemals jemanden, Alter. Ihr habt doch nichts mitbekommen wahrscheinlich, oder? Nee, sehr gut. Also ihr dürft auf jeden Fall keinen eurer Kollegen hier decken, ne? Ich meine, hier könnte ja überall sich jemand hingestellt haben, aber... Akani, such! Hier ist niemand, oder? Nee. So ein Spiegel und Rucksack vielleicht mal mitnehmen. Ein paar Christmas-Sweater hier. Gut, hier ist auch niemand. Ist das da eine Person? Ist das eine Person? Nein, das ist ein Rucksack. Okay, sehr viele Rucksäcke hier. Ja, safe ja hier irgendwo. Ja lol, aber hier finde ich ja niemals jemanden. Ich hab da was gehört. Ich weiß nicht, ob ich auf die... Aha! Ah ja! Nein. So ein Ding, Digga! Oh, ich hab den Karton eingedrückt. Ist das schlimm? Nee, ist nur Spiegel nicht. Achso, ja gut, dann. Du bist der Erste, den ich gefunden habe. Ja, wobei, Tobi hat's versteckt. Bist du hier alleine? Ich bin mal nett. Lügst du? Ja. Was machen die da? Er nimmt einfach unser Lager auseinander. Ja, ich würde da mal einen Betriebssicherungsmenschen drüber schauen lassen. Das ist nicht so sicher da hinten in der Ecke, ne? Das dauert mir zu lang. Ich hab Hunger. Die auffälligsten Verstecke sind die besten. Akani! Komm, such! So, komm! Das sieht verdächtig hier aus, Leute. Hier im Studio, safe jemand. Die Nebelmaschine läuft. Ah ja, so ein Ding also. Ah ja! Nicht schlecht, okay. Gut. Ich habe schon jemanden gefunden. Ich habe deinen Kollegen schon gefunden. So. Jetzt hier die Frage. Versteckt sich hier ein Felix von der Laden? Oder hat er sich einfach ein Auto genommen und ist weggefahren? Das kann natürlich auch sein. Schönes Zimmer hier, ein bisschen unaufgeräumt. Akani, such, komm! Hier haben wir übrigens eben den Podcast aufgenommen, sehr geil. Es wäre so nice, wenn jetzt hier tatsächlich ein echter Mensch drunter wäre. Aber es ist immer noch nicht irgendwer, den ich kenne. Der den Vorhängen hier ist auch keiner. Unterm Schreibtisch vielleicht? Das ist ein Mülleimer? Ist auch cool, nehme ich mit, brauche ich nämlich auch unbedingt. Kann man sich hier irgendwo verstecken, ist die Frage. Also Felix, Cutter haben das jetzt nicht so gut angestellt, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich mir ein bisschen was anderes erwartet. Viele Möglichkeiten, Alter. Das ist ein Riesenkomplex, dieses Büro hier, ne? Junge, muss man mal sagen. Hier ist auch keiner drin. Nee, Akan, hier sind wir safe, oder? Ja? Ist hier jemand? Nein, okay, dann raus mit dir. Gut, dann haben wir noch oben eine komplette Etage. Tobi? Ich hab dich gefunden. Du hast dich jetzt nicht so gut versteckt, ne? Also... Leute, wir verstecken das mal woanders. Tobi, ich hab dich schon gefunden. Tobi! Schon zweimal. Tobi, schon zweimal. Wir müssen Dena suchen. Suchen wir Felix, Leute. Kani hat mir eben schon gesagt, ich war eben hier nicht ganz sicher. Ich war hier eben schon mal drin. Willst du hinter hier schon mal geschaut? Ne, ich hab schon mal geguckt. Ich geh mal nach oben. Dena, wenn du hier drin bist, komm raus! Nicht, der kriegt es in den Mund. Guck mal hier, Digga, es sind so viele Möglichkeiten. Der könnte ja sogar hier irgendwo hintergeklettert sein und hinter irgendeinem dieser Regale stehen. Ich meine, Dena ist so dünn. Also der ist wirklich so dünn. Der ist so dünn wie ein DIN-A4-Blatt. DIN-A4-Blatt. Fresse. Der könnte, oh, guck mal hier. Ja, war gut, ne? Siehst du das hier unten? Siehst du das hier? Guck mal, wie gut das als Versteck wäre. Du brichst ja durch und stirbst. Ja, aber nicht Dena, weil der liegt ja nur 20 Gramm. Er hat mich nicht gesehen. Er hat hier runtergeguckt. Das hier gesehen. Aber mich nicht. Hey, wo ist Felix, Junge? Hier riecht's aber lecker, ne? Hä? Ich war jetzt in jedem erdenklichen Raum. Wo ist der? Ah, klar, natürlich. In der Steckdose. Dahinter ist er auch nicht. Hier drin. Tobi, das ist eine Steckdose. Da passt kein Mensch rein. Hey, Junge, unter dem Sofa? Unter dem Sofa vielleicht, Mädel. Oder? Oh. In der Spülmaschine. Passt man in die Spülmaschine rein? Da ist keiner hinter, oder? Nee, ist safe. Ach, Dena, komm aus dem Kühlschrank. Wenn der jetzt echt drin gewesen wäre, ne? Bitte nicht stören, Kati, wir drehen gerade, ja? Also, okay. Ruhe bitte. Sorry. Ich hab gesagt, Ruhe bitte. Ja, das kann doch nicht sein. Ich schau auf dem Träger da oben. Was ist der denn? Ich such seit einer Dreiviertelstunde Felix und stehen versteckt und der ist weg. Bist du sicher, dass der noch lebt? Er ist einfach heimgegangen, hat keinen Bock von mir. Das macht. Oh mein Gott, Junge. Das ist zu krass. Vielleicht wandelt er. Ich bin seit 20 Minuten hier. Hä? Junge. In irgendeinem Regal hier? Oh mein Gott! Nein! Ich hab da reingefilmt. Gesagt, ich hab das hier extra hingemacht. Ich hab da reingefilmt. Oh mein Gott, Junge! Das ist hier über mir, das ist so runtergeguckt, nicht so ganz in die Ecke rein. Ich sag's dir, Digga, das wäre ein Killerversteck. Ja, okay.
Felix, das erste Mal, dass du in deinem Leben rechtmäßig was gewonnen hast. Ja, danke schön. Ich bin endlich da vorne auf Kartons eingebrochen, hab dein halbes Lager ist. Ich hab's gehört, Rechnung kommt, ist kein Problem. Kannst ja bezahlen, ist nicht mehr. Wunderbar, Leute, dann bin ich an der Stelle durch. Wir machen es dann auf den Weg nach Hause. Vielen Dank, Felix, es war echt cool, hier zu sein. Und ich mache mir dann so ein Paket fertig, ja? Das ist ein teurer Spaß. Da brauchst du dann ein, zwei Immobilien, die du mir überlässt. Aber das gibt es dann jetzt in der Videobeschreibung zu gewinnen. Was für ein Bull. Nein. Schaut auf jeden Fall gerne mal bei Felix vorbei. Und ja, wenn ihr Bock habt auf Spielkit-Merch, könnt ihr dann bei Google suchen einfach. Ne? An der Stelle bin ich raus. Felix, vielen, vielen Dank. Und ich bin damit durch. Macht's gut. Checkt auf jeden Fall die Videos aus, die dann bei Felix kommen. Podcast-Challenge und noch eine kleine Show. Die große Dena-Show. Also er will nicht, dass ich so nenne, aber es heißt Felix Versus. Es ist die große Dena-Show. Macht's gut. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.